Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Welly Welly Welly. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und frohe Ostern an diesem 8. April 2023. Ab heute fängt ja das Osterevent an. Das heißt, ihr könnt ab heute bis zum 29. April Ostereier finden. Also es gibt einmal wilde Ostereier, die liegen im ganzen Biom rum. Und es gibt jetzt neue Büsche, an denen ihr so Eierfrüchte sammeln könnt. Wir sind hier nicht in Paris. Das sind drei Stück. Die müssten bei euch irgendwo gespawnt sein. Ich habe meine Büsche schon zu meiner Plantage gestellt. Die müsste ich tatsächlich mal vergrößern. Ich habe jetzt gar keinen Platz mehr dafür. Ich muss hier eh mal alles umgestalten, jetzt auch wegen der Kirmes und so weiter und so fort. Also es wird sich jetzt hier auch viel ändern. Genau, und das sind diese Büsche. Nein, wo geht der hin? Hey, der geht automatisch irgendwo hin. Achso. Hä? Okay, und die könnt ihr auf jeden Fall pflücken. Nehmen wir mal alle mit. Und Ostereier habe ich auch schon ein paar gefunden. Ich glaube, so 10, 11 Stück müssten es gewesen sein. Und hier liegt auch noch eins. So sehen sie ungefähr aus. Sind überall versteckt. Finde ich auch eine ganz nette Idee. Finde ich cool, dass sie das mal machen. Und auch schön, dass es jetzt um die 3 Wochen geht. Und da vorne hatte ich auch noch einen Busch. Und die haben ja einen besonderen Zweck, diese Eier. Okay, da habe ich schon gepflückt. Genau, 3 Stück habe ich gefunden. Die stehen einfach bei euch irgendwo rum. Die könnt ihr auch dann verstellen und so weiter und so fort. So, genau. Und dann haben wir einmal die wilden Ostereier. Das sind die, die überall rumliegen. Und wir haben die eifrige Frucht. Und mit diesen könnten wir jetzt ein paar neue Rezepte kochen. Oder wir stellen uns an der Werkbank, damit diese Samen her. Die Geimüsesamen. Können wir uns ja, weiß ich, stellen wir uns mal so. Ja. 8-mal her, genau. Und dann würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr nicht so lange warten wollt, holt euch hier dieses Wachstumselixier. Das habe ich mir auch schon geholt. Hier genau das hier. Das Bessere. Damit können wir mal die Gießkanne beträufeln. Wunderbar. Dann wächst das eierige Gemüse nämlich direkt. Und da hinten habe ich auch schon ein paar Löcher gebuddelt. Das Gemüse kostet natürlich dann Ressourcen, also die Ostereier und die fruchtigen Eier. So. Einmal rein damit. Guck mal, die wachsen ja sogar besonders gut. Wunderbar. Passt sogar mit 8-mal. So, Gießkanne raus. Und da sind sie auch schon direkt da. Oh, sieht doch sogar ganz schön aus. Dann wollen wir mal ernten. Nehmt euch am besten immer einen Erntebegleiter mit. Oha, oha, oha. Und noch eine Erinnerung. Okay, ich muss erst die Eier einsammeln. Okay, ich brauche doch keine Begleitung. Okay, sind aber auch schnell wieder weg. Erinnerung nehmen wir auch noch mit. Sehr cool. Oder ist es nur Geld? Nee, tatsächlich eine Erinnerung. Wunderbar. Genau, und jetzt haben wir nämlich einmal das wilde Osterei, die eifrige Frucht und das Frühlingseigemüse, nenne ich es jetzt einfach mal. Genau, ihr könntet jetzt mit denen auch kochen. Da gibt es ja neue Rezepte, die werde ich auch nochmal irgendwann vorstellen. Oder ihr könnt damit zur Werkbank zurückgehen. Ich esse mir mal eben was. Das leihen wir doch ganz gemütlich hin. Obwohl es irgendwie cooler wäre beim Sliden, wenn das immer bleiben würde. Man muss es ja immer leider gedrückt halten, den Knopf. Fände ich irgendwie cooler, wenn man es nicht müsste. Genau, dann geht ihr an die Werkbank. Dann geht ihr zum Möbel und dann geht ihr mal nach ganz, ganz, ganz unten. Das Scrollen könnte auch ein bisschen schneller gehen. Und dann seht ihr unten Ostereier-Möbel. Einen gemütlichen Sessel. Einen schönen Korb. Ausbeute an Ostereiern. Hier nochmal so ein Bogen und einen kleinen Stand. Und da seht ihr, was wir brauchen. Da brauchen wir nämlich die wilden Ostereier. Da müsste ich jetzt noch ein paar sammeln. Eifrige Früchte, da müsste ich jetzt auch noch mal ein paar sammeln. Und das Gemüse brauchen wir dafür. Und da können wir diese Gegenstände bauen. Und das finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Man braucht nur relativ viele Eier, weil ihr müsst ja mit den wilden Ostereiern und den fruchtigen Ostereiern erstmal die Samen kaufen. Da müsst ihr die erstmal anpflanzen. Und dann habt ihr natürlich wieder weniger Ostereier und fruchtige Eier. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also man muss schon relativ viel sammeln. Aber dafür geht das Event natürlich auch 3 Wochen.
Und das sollte eigentlich reichen, bis man alle Möbel freigeschaltet hat. Aber ich finde es eine schöne Idee, finde ich cool, dass sie es gemacht haben. War ja auch schon mein Vorschlag im Stream, dass sie einfach mal eine Ostereiersuche machen. Finde ich sehr, sehr cool. Also lasst gerne ein Abo und Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Dankeschön. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie viele Eier ihr gefunden habt. Bei mir müssen es jetzt echt so 12 gewesen sein. Ich weiß auch gar nicht, ob die mehrfach am Tag kommen. Und genau, es gibt auch noch irgendwie so eine Wall-E-Mission, eine neue. Oder ist das... Die ist echt neu dazugekommen, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob die was mit Ostern zu tun hat. Hier, er hier. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Da will ich eben noch mal hingehen. Ob das jetzt was mit der Ostereiersuche zu tun hat oder nicht. Hier auf dem richtigen Weg. Wo ist er denn? Ja. Wir sprechen ihn mal an. Sucht er auch nach den Eiern? Hey, Wally. In voller Blüte beginne die tägliche Aufgabe. Okay. Beginne die wöchentliche Aufgabe? Okay, der hat zwei verschiedene Aufgaben. Häschen auf der Flucht, alles klar. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Oster-Update gekommen ist. Gucke ich mir später auf jeden Fall mal an. Wie gesagt, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.